Hey ho. Zwei Sachen haben wir gefunden. Die hat man uns am Ende noch gezeigt. Eine war eine Abzweigung, die ich am Anfang vergessen habe. Das andere war dafür schwer versteckt. Kam ich jetzt nicht drauf. Durch Zufall gefunden. Und ich habe bemerkt, was diese 0 von 3 machen. Und zwar geben sie mir mehr Leben, wenn ich es voll habe. Und der Zähler setzt sich zurück. Hallo. Was war das? Von was werde ich abgeschossen? Ich kann nicht mal auf die Karte. Ich will da unten drauf starren. Okay, ich werde nicht abgeschossen. Gut. Ich bin von unten gekommen. Das heißt nach rechts. Müsste ich wieder in den Raum kommen? Alter. Ich weiß nicht, von was ich abgeschossen werde. Also rechts müsste ich wieder in meinen Raum kommen und links müsste es weitergehen. Wenn ich nicht jedes Mal in Bewegung bleibe, tötet das mich! Ja, toll. So, Flieg und Sieg. Okay, es fliegt gar nicht so weit. Okay, schießt du etwa auf mich? Das habe ich nämlich nicht ganz so erkannt, aber falls ja, dann klatsche ich dir jetzt eine. Ich erkenne es nicht wirklich, ob es das Vieh ist. Aber es steht mir im Weg. Also schon mal einen Grund, es kaputt zu machen. So. Stirbst du auch mal, oder hat das hier keine Wirkung, was ich mache? Irgendwie kassiert er nicht so viel, wie ich dachte. Okay, ich geb's auf. Doch, der guckt auf mich, das ist er. Aber irgendwie ziehe ich ihm nicht so viel ab, wie ich dachte. So, was haben wir hier? Brauche ich dafür einen Schalter? Toll. Einen Schlüssel meinte ich, für den Schalter. Ja. Und hier geht's wahrscheinlich... Ah, Mann, ich kann ja nicht mal richtig mich umsehen. Der Typ muss sterben. So, mehr Leben. Deswegen muss ich auch mehr sammeln. Junge, stress mich nicht. Alter. Mache ich dem überhaupt Schaden? Das sieht man nicht. Weil der Pflanze, die hat auch so weiß geleuchtet, als ob ich sie getroffen hätte. Aber letztendlich hat es ja eher nichts ausgemacht. Ich probiere mal hinter ihm zu kommen. Vielleicht hat er irgendwelche Geheimnisse da. Okay, komm. Put, bitte, bevor du schießen willst. Sonst kann ich nicht ausweichen. Und, hast du da was bei dir? Ob das was ist, ist eine andere Frage. Ah, du hast aufgemacht. Danke. Zu gut. Oh, hier geht's auch lang. Ah, und hier bin ich wieder hier. Okay. Abkürzung geschaffen. Okay, und das Ding bleibt auf dem gleich schießt er auf mich. Also der hat auch nichts Besseres zu tun. So, ich würde gerne was sehen. Ich mag es nicht, dass die Kamera immer so knapp vor mir ist. Ah ja. Mehr Leben tut immer gut. Nochmal 3 davon voll kriegen und ich habe noch mehr Leben. Für was die Muttern sind, weiß ich zwar immer noch nicht, aber hey. Was soll's. Am Ende fügt sich eher alles wahrscheinlich im Kreis. Da oben gab es ja nichts Besonderes. Ich weiß nicht, was ich gegen den tun soll. Ich würde ihn sehr gerne besiegen, vor allem, weil er hier nervt. Und zwar auf übelste Weise. Wie komme ich da hin? Ich sehe zwar da nur Kisten, aber wenn es einen Weg gibt, den ich nicht erkundet habe... Oh Gott, was bist du? Was bist du? Ach du Scheibe, soll ich dich treffen oder was? Ui! Das geht etwas sehr schnell. Hat er das abgewehrt?
Habe ich das richtig gesehen? Der hat das abgewehrt. So, na toll, schon wieder ausweichen. Na toll. Ja, er wehrt das ab. Ah, ich muss das zurückschleudern vielleicht. Toll. Das wahrscheinlich nicht. Ich probiere es zwar trotzdem abzuwehren. Das hat Spaß gemacht. Das war witzig. Okay, es war leider nicht das Vieh, das ich gesucht habe. Ein Schlüssel. Pardon. Brauche ich einen Schlüssel? Wo brauche ich denn einen Schlüssel? Mach mal Karte auf. Ja, den Weg nach oben habe ich noch nicht entdeckt. Ich probiere nochmal nach rechts irgendwie zu kommen. Zu den Kisten. In dem Sinne Dinge kann ich leider nicht kontern. Weg mit dir! Meine Güte, toll. Ja, ach so, hier. Ja. Schlüssel. Okay, ah, nach oben geht's, okay. Ja, und was war jetzt links? Moment, wenn es hier weitergeht. Ich habe mich links noch gar nicht umgesehen. Und das Vieh habe ich immer noch nicht platt bekommen. Kann man das echt nicht besiegen? Muss ich auf ewig mit ihm leben? Die Beine bringt's auch nichts. Nur das Auge. So, hier oben war ich ja. Hier war dieses komische Vieh, mit dem ich Tennis gespielt habe. Achso, und hier geht's schon runter. Achso, dann war gar nichts hier. Okay, ich dachte, es gab noch eine Abzweigung. Habe ich mich geirrt. Entschuldigung. Dann geht's jetzt, naja, im gewohnten Tempo, weil ich keine andere Wahl habe. Nicht hier hoch, sondern... Blöder Roboter, steht mir ein bisschen nicht im Weg. Ich würde mich aber wundern, wenn man den nicht besiegen kann. Ich klatsche, ich habe dem schon so viele geklatscht. Und das Muster ändert sich nicht. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, irgendwas anderes mit ihm zu machen. So, kann ich bitte was sehen? Danke. Hoffentlich hat er eine begrenzte Reichweite. Hier waren die Kisten, genau, und hier geht's weiter. Oh ne, sag mir aber nicht... Was war das denn? Ja, bist du witzig. Wie soll ich dem ausweichen? Das zieht mir Leben ab, hallo? Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich kann es nicht zerstören, gar nichts. Ich muss einfach kassieren, oder was? Ah, da oben kann ich mich nochmal verstecken, okay. Komm, mach nochmal, komm nochmal her. Okay. Ich muss tatsächlich echt kassieren. Kann ich das Ding platt machen? Das ist mal so eine Standardfrage. Na toll. Es ging mal... Es zieht ja nicht so viel ab, aber trotzdem. Ja, zielen muss gelernt sein. Zielwasser und... Na toll. Ja, noch einmal teste ich. Ich muss aber treffen. Und zwar während der Laser nicht... Na toll, jetzt ist der Laser da. Ne, macht nichts. Gut. Von wo gehe ich am besten? Ich will nämlich das Leben noch haben. Ich denke, ich nehme mehr mit, als ich kassiere, ja. Eindeutig. Sehr gut. Dann putt, mach auf und weiter geht's. So, was gibt's hier? Bitte ein bisschen rauszoomen, das wäre sehr nett. Da, schon wieder ein Schlüssel. Okay, und hier geht's hoch schon. Geht's raus? Wenn, ja, muss ich daran denken, wenn ich einen Schlüssel habe, wieder herzukommen. Die Kamera will irgendwie nicht nachkommen. wo bin ich denn? Ach du Scheibe, was bist du denn?
Sackgasse, okay, gefällt mir. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Weil das Problem ist, links und rechts sehe ich Schalter hinter den Türen, aber ich sehe keine Tür, die hinführt. Oh Gott, du gefällst mir jetzt schon nicht. Was machst du mit mir? Muss ich was machen? Oh. Ach du Scheibe, es ist sowas. Okay. Okay, verstanden. Dann möchte ich mich erst rechts umsehen, bitte. Achso, ich kann da gar nicht stehen bleiben. Na gut. Oh, und das Ding bewegt sich gar nicht. Okay. Habe ich was kaputt gemacht? Nee, gell? Nee, okay. Nach unten will ich nicht. Ja, wenn ich nicht nach links kann, dann nach... Achso, da ist eine Mauer. Ich kann meine Minen weiterhin legen. Also, falsche Richtung. Okay, es verändert sich aber nichts. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch mal wieder. Ah, da war ein Schalter. Okay, ich habe einfach nur irgendwas gemacht. Ich habe ihn gar nicht wahrgenommen. Okay, nach rechts will ich nicht, nach unten will ich nicht. Kannst du nach oben? Wenn ja, möchte ich nach oben. Geht das Ding nach oben? Ja. Okay, ist eine Wand. Okay, ich dachte ein Secret. Genau, jetzt geht's hier. Jetzt ist die Frage, ist nach oben oder einfach raus? Kann ich einfach so raus, bitte? Ich möchte nicht mehr. Na gut, auf jeden Fall war hier was. Gut, ich kann aber nicht aus den Dingern aussteigen. Das heißt, ich habe keine Wahl. Finde ich auch gut. Muss ich weniger suchen. Jetzt hoch. Ja, jetzt gefällt es mir nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, weil es nicht mehr rauszoomt. Ich kann sowohl nach links als auch nach oben. So, jetzt bin ich zum Glück draußen erstmal so. Kann ich vielleicht von hier irgendwie mich umsehen? Ne, ist relativ geschlossen. Na gut. Was habe ich damit aktiviert? Ich habe immer Angst, dass es hier auch versteckte Räume gibt oder so. Die sieht man gar nicht, finde ich. Vielleicht war hier eine Tür zu. Habe ich vorher nicht drauf geachtet. Irgendwie ist der Raum komisch. Weil es ist eine Sackgasse. Es ist und bleibt eine Sackgasse. Deswegen, was soll ich hier letztendlich? Ah ja. Oh, ja. Ah, Hallöchen. Okay, dafür brauche ich keine Schlüssel. Das heißt, hier muss ich nicht gleich wieder verlieren. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Das ist gut. Aber hier gibt es auch noch was. Ja. Das will ich mir noch holen. So, probieren wir es gleich nochmal. Hoch. Und jetzt halte ich mich möglichst... recht. Das Problem ist aber wiederum, ja, ich sehe hier auch ein Problem wieder. Wann soll ich nach rechts? Weil ich komme aus diesem Wirrwarr hier nicht raus. Ne, wollte ich gar nicht hin. Kann ich einmal im Kreis fliegen, das ist sehr schön. Wie
Bin ich mit dem schon hochgeflogen? Mit dem hier? Ja, bin ich. Ah, rechts ist aber die Tür immer noch nicht offen. Wo war dieses blöde Dingsbums? Weil hier kann ich immer noch nicht hoch. Das ist immer noch zu, oder schon wieder zu? Probier es nochmal. Hoch bitte. So. Fällt mir irgendwie alles nicht. Kann ich das nochmal aktivieren? Ne, ist dauerhaft aktiviert. Okay, ich muss mindestens darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen. Boah, ich würde es so nervig finden, wenn hier irgendwo was versteckt ist. Weil ich meine, alles könnte es sein. Und kaputt machen auch noch. So, du führst nur in die drei Richtungen. Gut. Ich sehe es auch schon da rechts. Da war ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also versteckte Wände gebe ich langsam auf. Ist das hier merkwürdig vielleicht? Weil so ein Kasten ohne Dinge, so ohne Knopf. Oder das hier? Ne, irgendwie kapiere ich was nicht. Ja, das führt mich hier hin. Das ist schön. Das ist sehr schön. Aber ich komme nicht nach rechts. Und ich bezweifle, dass es noch einen Weg gibt. Wie komme ich also dahin? Da gibt es eine Mutter. Mehr sehe ich aber nicht. Es könnte da oben natürlich wieder durch die Wand gehen. Deswegen, egal wie viel Mühe ich mir gebe, da rein zu linsen, könnte ich sie immer noch nicht sehen. Ich habe gehofft, irgendwie durch die Wand zu gehen. Ha. Bringt das mir aber etwas? Nein, eigentlich auch nicht. Ich beobachte immer die Dinger, deswegen bin ich auch manchmal so still. Ist das stark genug? Natürlich nicht. Wenn ich hier nach rechts gehe, fliege ich vielleicht durch die Wand? Passiert auch nichts. Auch nichts. Ich setze überall die Sprengdinger ein. Komme ich auch nach links? Nee. Okay, mir gehen die Ideen aus. Kann ich das vielleicht einfach sprengen? Habe ich das schon probiert? Okay, kann ich nicht. Und dann sitze ich auf dem Schlauch. Ich will das gerne haben. Was auch immer da ist. Nicht mal das wissen wir ja. Dann würde ich sagen, ich suche ein bisschen weiter. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich es oder falls ich es gefunden habe. Und damit, keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich rätsle wiederum. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.